So, und da sind wir dabei, Uncharted 3, nachdem wir ja abgestürzt sind. Durch einen sehr großen Fehler, den wir begangen haben. Also er, nicht ich. Ich denke nicht, dass da was heißt. Großartig. Dann mal los. Ja, das ist ja nur unendlich hier. Ne? Keine Ahnung, in welche Richtung man hier gehen soll. Und leider ist es gerade auch nicht Nacht, also kann man sich nicht mal an den Sternen orientieren. Man kann höchstens gucken, wo die Sonne gerade steht, ob die so auf ihrem höchsten Punkt ist oder nicht. Hast du ja immer in die Uhrzeit. Okay, es wird dunkel oder es wird weiß. Ich habe keine Ahnung. Da vorne ist doch was. Verstehen. Ist ein bisschen tief. Okay. Ja, ziehen wir mal hoch, was da unten ist. Egal ob kalt oder warm. Verdammt. Das muss ein Scherz sein. Einfach weitergehen. Eine Pflanze wäre ganz gut hier. Kannst du wenigstens ein bisschen was an Wasser. Ja, guck mal, jetzt kannst du dich orientieren. Muss einfach nur nach dem großen Berg gucken. Da ist Norden, wie in the Forest.
Das ist doch ein Trugbild. Da könnte doch Wasser sein. Welche Wurzeln klammern hier? Die von den Pflanzen. Welche Äste wachsen aus dem steinernen Abfall? Menschensohn, du weißt es nicht, errätst es nicht. Denn du kennst nur Bruchstücke von Bildern. Der Brunnen, wo die Sonne strahlt und der tote Baum keinen Schutz spendet. Die Grille keine Erlösung und der trockene Stein kein Rauschen des Wassers. Verdammt, ich laufe hier im Kreis. Mist! Wie geht das überhaupt? Ich bin entgegengesetzt von diesem Beutel dort gelaufen. Dort bin ich jetzt gerade nochmal hingegangen. Aber ich bin aus der anderen Richtung dann wiedergekommen. Hä? Alles rot hier. Nur dieser rote Felsen bietet Schatten. Ja. Komm in den Schatten unter dem roten Felsen. Ist auf jeden Fall besser als nix. Und ich zeige dir etwas anderes. Als den Schatten, der dir des Morgens folgt. Oder der sich abends erhebt, um dich zu begrüßen. Ich zeige dir Furcht in einer Handvoll Staub. Sandsturm ist auch nicht besser. Der tut scheiße weh. Leute, die schon mal am Strand sind, dürften im Grunde ein bisschen das Gefühl kennen, aber nur wirklich ein bisschen klein. Das hier ist natürlich stärker. Trotzdem scheiße weh. Hier ist doch einfach gar nichts. Sally! Sally! Da sind Pflanzen. Das ist doch schon mal etwas Gutes. Ich komme, Sally. Da ist eine Stadt.
kein Glück. Es ist ein Dorf. Oder ein Dorf. Ich glaube, so lang, wie wir hier jetzt schon sind, bringt uns Wasser, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Nach so einer Zeit wird der Körper das gar nicht mehr vertragen, so richtig. Aber ich weiß nicht, wie lange ich hier schon bin. Und wehe, das ist schon wieder nur ein Trugbild. Ja, genau. Sieht echt aus. Städte sind, da war auch mal was, wo es sich zum Leben gelohnt hat. Also von daher kann man schon davon ausgehen, dass hier irgendwas ist, was uns weiterhilft. Ja, an den Bäumen könnte man vielleicht mal gucken, ob da vielleicht was dran hängt. Ich sehe auf jeden Fall einen Schatz. Stillt schon mal ein bisschen den Durst. Antiker Alabaster Steinbock. Kickt doch einfach gegen, so alt sind die Teile ja sowieso schon, dass man das einfach wegkicken kann. Denke ich mal. Guck, wenn das zusammenbricht, kannst du auch einfach das Tor einbrechen. Münze des katabanischen Königreichs. Und ich sehe sie nicht mal. Cool, nicht? Das ist ein Ladebalken, das ist keine Münze. Da ist nichts drin. Soll ich da runter? Verdammt! Verdammt ausgetrocknet. Also. Mist, nicht trinkbar. Ach, aufgeben. Kannst du raussieben. Wenn du ein Sieb hättest. Ja, das schafft er auch bestimmt noch, da hoch zu klettern. Da fällt er nicht runter aus. Wenn hier ein verdammter Baum wachsen kann, kannst du es auch trinken. Muss es was Nützliches geben? Hier ein Fenster. Falls du hier mal ein Haus bauen willst, hast ein Fenster. Oh, Scheiße. Es ist Drake. Ich brauche eine Knarre. Na, wollt ihr mich denn verarschen? Meine. Und die haben direkt auch einen Fetten dabei. Ich hab doch gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich hab Dreieck gedrückt. Nichts passiert. War wieder klar.
Komm her. Jetzt kommt der nicht her, aber die anderen. Ja, klar. Weil das ja auch fair ist. Hab mich aber gerade, wie der Typ weggeschossen wurde davon. Ja, klar. Das überlebe ich auch total. Ist gleich eher nach von hinten. Das hat er ja gut geworfen. Die machen viel zu viel Schaden. Sicher, dass ich die auf normal gestellt habe. Ass-Shot. Danke, habe ich gebraucht. Wirklich. Waren ja nicht schon genug. Haben die sich schon wieder selber gesprengt? Auch nur Muni. Ich kann dort einfach nicht frei rumstehen. Hat aber gerade geholfen, dass die dort eine Granate hingeworfen haben. Oben ist noch mehr. Ist der blind? Der ist weg. Ja, der ist weg. Mit Sicherheit ist der weg. Das hier ist übrigens auch eine Multiplayer-Map, die relativ cool ist, weil hier ein Sandsturm immer kommt nach einer Zeit. Da kann man wirklich von allen Seiten attackiert werden, weil man hier auch überall hochklettern kann. Sollen wohl das Flugzeug suchen? So, wo sind sie denn? Der schießt an die komplett falsche Stelle. Komm raus.
Er ist weg. Ich stehe vor dir, Vollidiot. Ja, klar. Müssen sie gerade jetzt rauskommen, ne? Nein, siehst du nicht. So, und jetzt noch der letzte. Okay, jetzt ist Ruhe. Immerhin das. Mist. Das wird langsam lächerlich. Guck mal, hier ist eine Pflanze. Da hättest du was trinken können. Wahrscheinlich irgendwo ganz unten. Und die Typen haben doch mit Sicherheit auch was zu trinken dabei. Du hast ja lang durchgehört. Ich sitze hier nicht fest. Hat mehr Schüsse gebraucht, als es sollte. Antiker Achat Ehring. Ja, kann man ja auch mal gebrauchen. Hier muss es irgendwo rausgehen. Drecksack. Hätte er mich hier noch fast gekillt. Ja, klar. Nee, Junge. Mark 5. Schatz. Silberne Karneol-Halskette. Sniper wäre nicht schlecht. Gerade hier. Das war natürlich fair. Wollt ihr noch mehr werfen? Eggshot. Klar. 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 Das war überhaupt nicht unfair, dass ich den anderen gar nicht erst wegwerfen konnte.
lässt du da liegen. Ich hab was für dich! Ich werf das gerade nur noch zurück. Und der Vettel ist natürlich auch noch da. Oh nein, nein, nein! Komm raus. Das war's hoffentlich. Hier war nicht mal Musik. Aber hier kommt man wirklich mit deren Granaten arbeiten. Einfach alles, was die auf mich werfen, zurückgeben. Antike sabäische Wüste. Wüste, das ist das, wo wir hier drin sind. Da sollen die hergekommen sein? Glaube ich nicht. Passt der Typ mit seiner Rüstung noch nicht mal durch. Schüsse haben die aber mit Sicherheit alle gehört. Glaube ich nämlich nicht, wenn das nicht der Fall ist. Antike Münze des Königreichs Saba. Das nennst du Münze? Sieht aus wie ein Ohr. Ja. Das sieht nach Kampf aus. Also gut, bevor wir hier weitergehen, würde ich erstmal sagen, das wär's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.